So Burschenschaften, auch ein komisches Ding, ne? Digi, das ist Wahnsinn. Wir haben ja schon letztes Mal über Freimaurergeschichten geredet und so. Das ist so, also Studentenverbindung ist ja geisteskrank. Wirklich geisteskrank, Gott. In der Südstadt war immer am Rhein. Da bin ich früher hergefahren, als ich noch in Köln-Rotenkirchen gewohnt habe. Da ist nämlich irgendwo am Rheinufer so eine Burschenschaft, die haben so ein Haus und die hatten immer so eine Reichsflagge draußen hängen. Nee. Und dann hatten die immer so Farbbomben am Haus, haben die wieder weiß gestrichen und hatten die wieder Farbbomben am Haus, haben die wieder weiß gestrichen. Das ist sowieso so ein bisschen dieses Illuminati-Ding, so dieses auch so dieses Elitenschmieden, Verbindungen, wo du dann, wenn du da rein bist, dann hast du sowieso schon 15 Jobs in der Wirtschaft und so, gibt's immer mal wieder so eine Dinger. Naja, ich habe ja meinen Freimaurertermin noch nicht gemacht, du bist ja noch nicht hier gewesen, wir wollten ja da hinfahren. Ich habe da Angst vor. Machen das einfach, wir gehen da mal hin. Und dann sitzen wir in der nächsten Podcast-Folge in so einer Kutte und dann so. Ja. Und weißt du, haben wir so eine Kerze in der Hand und so. Und arbeiten an der neuen Weltordnung. So Pinky und Brain-mäßig. Jetzt die Frage, wer ist Pinky, wer ist Brain? Ja, weiß ich nicht. Also ich bin safe Pinky, du bist halt so safe Brain. Brain, was machen wir heute? Pinky, das gleiche, was wir immer machen wollen. Wir wollen die Weltherrschaft an uns reißen. Das ist so geil. Pinky und Brain ist genial.